Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit der Familie Neumann, der Georgia und dem Gerd. Unser Guido, weil es ja eigentlich heißt Guido Neumann, der ist auf dem College mittlerweile gelandet. Und die beiden Teenies, Georgia und Gerd, sind jetzt hier alleine. Das waren die, die ganz am Anfang noch Kleinkinder hier waren. Die ja auch irgendwo in dem Pad gefunden habt. Was ist das? Das war noch... Ah, guckt, habt ihr das gesehen? Ah, die sind verschwunden. So, wir haben Freitag Nachmittag. Warum habe ich eigentlich so spät? Ich glaube, weil ich da noch jemanden dann eben zum... Genau, die Gina hatten wir noch fortgeschickt. Macht ja nichts. So, wir haben also 15 Uhr. Wo ist sie denn? Und macht ach, da unten. Okay, verstehe. So, Freitag. Hey, das heißt Wochenende. Dann geh doch mal hier da benutzen und so weiter. Und erst einmal, ich mach mal die Dinge ins Schlafzimmer. Und keine Ahnung, wenn du möchtest, kannst du Hausaufgaben machen. Wer möchte schon? Aber, so, dich schicke ich auch mal zum Hausaufgaben machen, weil wenn sie gemacht sind, sind sie gemacht. Und dann gucke ich doch mal direkt... Wer ist denn das? Peter Stommel? Was machst du hier? Haben wir den mitgebracht? Ich weiß es nicht. Doch, ein Date hatte er schon mal mit einer Michaela. Okay. Aber ansonsten noch keines. Wie sieht's aus mit deinen Freundschaften? Buh. Michaela, Sandra Tüller und die Veronika. Ach, Hedwini, so viele kennst du aber auch nicht. Der war auf dem Klo und hat sie jetzt kaputt gemacht. Echt jetzt? Und die Georgia, die hat ja so ein bisschen besser oder mehr Glück, in Anführungszeichen. Die hatte schon ein paar erste Dates, glaube ich. Hier mit Wolf. Oh, mit Wolf auch schon. Okay, dann hier mit dem Leon, mit dem Arthur, ein großartiges mit Alfred sogar schon, wie auch immer. Naja, also sie hat schon ein bisschen Erfahrung in Anführungszeichen. Ich spule jetzt schon mal direkt vor. Also das wird jetzt auch höchstwahrscheinlich ein Part werden, weil ich habe jetzt gerade erst angefangen. Wir haben schon fast 18 Uhr. Oh. Wir haben Besuch hier. Wer ist das? Lana Yang. Okay. Reden, plaudern. Warte mal. Gucken wir mal. Komm schon, red mit mir. Und, keine Ahnung, kann ich mit dir schon abhängen? Nee, kann ich noch nicht. Zusammen tanzen könnte ich aber. Und dann einmal abchecken. Flirt. Checken. Unsere kleine Nala kommt gerade hier. Die möchte wahrscheinlich was zu essen. Das ist jetzt so Zeit. Ich habe jetzt hier bei mir kurz vor 3 Uhr nachts. Das ist immer so noch die Zeit, wo sie nochmal Trockenfutter bekommen. Von daher, das weiß die mittlerweile echt jetzt. Es ist aber noch kurz vorher. 10 Minuten hast du noch. So, Georgia ist ins Bett. Dann beobachte ich einfach mal kurz den Gerd, was er so macht mit der Jana. Oder Lana? Jana. Irgendwie mögen die sich gerade gar nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ruf doch mal lieber jemanden an, mit dem du dich verstehst. Du könntest mal deine Geschwister anrufen, weil... das ist ja... Das ist was, was ich nicht so mag. Warte, so. Wir rufen erstmal den Guido an. Ich mach mal so ein... Ja, genau. So, das wollte ich nämlich. 95. 100. Sehr perfekt. So. Dann ruf nochmal den nächsten an. Nämlich die Greta.
Greta? Nur blau dann? Ja, Butler, räum mal hier drin auf. Da stinkt. Da sind grüne Wolken da hinten. Ja, das ist auch okay. Ein bisschen hoch wieder. 94. 99, so. Und dann könnten wir wirklich die Michaela vielleicht nochmal kurz anrufen. So, irgendwas hat mir jetzt gerade gut gefallen daran. Ah, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, dass ich mich echt mit denen gut befreunde. So, was habe ich gesagt? Die Kringels hier. Das sind alles nicht meine Sims. Du kennst noch keinen von meinen Sims, du. Das Dumme ist, ich kann dir auch keine Blind Dates geben. Was stinkert denn da drüben so? Man sieht hier Wolken, aber da stinkt nichts. Das ist übelst. Ist das ein Bug oder was? Er stinkt auch hier. Ich gehe jetzt nach Hause. Wieder. Okay, den bitten wir zu gehen. Den Peter. Okay, du befreundest dich gerade noch so ein bisschen mit ihr an. Das ist super. So, dann schicken wir den fort und machen das hier nochmal weiter zubereiten. Ich glaube, da steht im Grunde steht da wirklich noch was, oder? Ja, so rein theoretisch. Das ist doof. Das ist jetzt echt doof. So, Georgia, ich muss mal kurz zu dir hochkommen. Hm. So, hey, dann könntest du auch nochmal ans Telefon gerade gehen. Ich mach dich mal hoch. Du könntest das gleiche auch mit deinem Bruder, dem Guido, machen und mit Leon vielleicht. Was ist bei dir mit Greta? Wo ist... Ach, da ist Greta. Wo trägst du das hin? Fort. Gerd. Gerd. Ach, da oben ist auch noch eine. Okay, so mit Guido einmal. Blau dann. Irgendwas hat uns Geld gekostet gerade. Ich weiß aber nicht was. So, dann gucken wir mal bei ihr. Oh, da fehlt da oben das Teil statt unten. Hm, auch interessant. So, dann... versuche ich nochmal einen Anruf, nämlich zum Leon. Ich hoffe, das geht noch um die Zeit. Okay. Du räumst das dann mal weg und danach kannst du hier und dann gehst du schlafen. So. Georgia? Georgia! Nicht zu lange, komm. So, wo ist er? Da. Plaudern? Ich hoffe. Ja, super. Sehr schön. Na, das ist doch gut. So, ich guck mal bei dir. Ach, du hattest heute frei, aber die nächsten zwei Tage musst du auch arbeiten gehen, okay? Und dann kannst du mal was essen danach. Gerd geht dann. So, ich spule mal wieder weiter vor. Sie palavert und jetzt hier. So, die geht nach Hause. Wir haben hier grüne Stinkwolken in der Küche, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Mist, Digga. Wo natürlich auch meine Umgebung, ja, total bescheuert ist. Ja. So, ich schick's die mal dann da nach draußen zum Rumhängen. Oh, eigentlich hättest du. Oh, warte mal. Abspülen? Komm, spül mal ab. Ich pass mal auf, vielleicht träumst du ja da was mit ab. Ja, guckt mal. Ha. Komm, supi, klasse. Das ist was Unsichtbares. Du räumst unsichtbare Dinge weg. Sehr schön. Das ist doch super. Ich konnte da nichts anklicken. Danke, Georgia. Du bist großartig. So, sie geht hier draußen und ich glaube, das macht immer so Spaß. Genau. Okay, super. Und... dann schicke ich ihn auch nochmal mit raus. Wie versteht ihr zwei euch miteinander? Sehr gut, okay. Ja, sehr gut.
Warum ist Ibis gleich der Nächste? Der muss doch auch irgendwo in die Ecke sein, oder? Der wohnt ja hier drüben. Aber weil er so als Nächstes angezeigt wird. So, Georgia. Okay, so, ich spule mal wieder vor. Wie die zwei da oben rumhängen, das ist natürlich für euch vielleicht nicht so von Interesse. Du kannst nochmal gucken, was wir im Kühlschrank haben an Reste. Ja, genau das. Das, was dein Bruder, glaube ich, selbst gemacht hat vorhin. So, dann einmal essen, einmal weglegen und einmal hier nochmal Toilette benutzen. Dann gucke ich, was kann ich noch für dich tun? Was ist denn eigentlich damit? Ich glaube, als Teenie kann ich das noch nicht holen, ne? Basteln. Nee, Quatsch. Was haben wir denn an Sport? Sport. Na, das ist ja doof. Was hat unser Gerd hat... Der Gerd hat Basteln. Gerd, okay. Oh, wobei, Gerd, geh du auch mal was essen noch? So, dann essen die zusammen. Die hat das wieder aufgeräumt, oder? Gerd, danach abspülen. Dann kannst du einmal eine Dusche nehmen. So, und dann gucke ich wieder weiter, ne? Was mache ich denn mit dir? Um 6 Uhr in der Früh. Sport. Können wir irgendwas schon... Nö. Shit. Was habe ich jetzt gemacht? E-Mail schicken. Naja, warum nicht? Wir können mal jemanden eine E-Mail schicken. Ich kann auch mal meine E-Mails abrufen. Ich kann... Das vergesse ich eh wieder. So. Wem schicken wir denn eine E-Mail? Ja, wem schicken wir denn eine E-Mail? Dem Leon. Irgendwas Liebes. Okay, und danach... Tja, was mache ich? Internetrecherche über Spiele. Gerd? Und der geht erstmal für eine Dusche. Und danach... Achso, er hat ja auch... Er hatte gestern auch frei. Na, was für ein Zufall. Bastelarbeit. Was kann ich denn mit dir? Mechanisch. Mechanik. Das heißt, wir lernen... Oh, erstmal die lebenslange Zufriedenheit. Bitte. Wie schaut es denn da bei dir aus? Oh. Hey, du könntest mal Erziehung lernen. So, dann schicke ich die beiden echt zum Lernen. Oh, nee. Das ist unser Nachbar, der Noah. Ach Mist, der ist jetzt gerade von einem Stinktier abgesprüht worden. Ih. Und wo kommt das jetzt her? Okay. Ah, Gerd ist schon fertig mit Lernen. Sehr schön. Dann Physiologie, bitte. Lernen wir einfach mal durch hier. So. Und... Guck mal, ne, das ist noch ziemlich weit unten bei ihr. So, 9.39 Uhr, das heißt für mich... Ja, also, das heißt natürlich, dass wir jetzt wieder hier an der Stelle abbrechen. Das nächste Mal vermutlich werde ich ja wieder die meine College-Abgänger quasi verteilen. Und dann kommt der Guido hier wieder nach Hause zurück. Aber ich werde nicht alle Kinder wieder hier zurückschicken. Ne, das werde ich nicht machen. Hier haben wir noch... Der arme Ben ist jetzt vom Stinktier auch noch angesprüht worden hier. Pfui. Und unser... Shit. Auch noch unser lieber Vermieter. Dem passiert es auch noch. Oh. Haben wir Post bekommen? Ne, ich schicke mal die zum Post holen dann. Bis später. Ja, ich glaube, der geht erstmal nach Hause duschen oder so. So, ich sage ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde. Lass es dir gut gehen. Eure Sakinadal. Ciao, ciao.